Hi ihr Lieben, willkommen zurück bei einer weiteren Folge von The Beauty and the Beast. Kapitel 9. Entdeckung mit Folgen. Hermine verließ die große Halle nach dem Abendessen, um in der Bibliothek noch etwas für ihre Hausaufgaben zu recherchieren. Auf dem Weg dorthin wurde sie allerdings abgefangen. Miss Granger. Es war Albus Dumbledore, der Schulleiter. Hermine wandte sich mit einem Lächeln zu ihm und wartete. Miss Granger, würden Sie mir einen Gefallen tun? Fragte der Schulleiter mit einem weichen Lächeln. Hermine setzte ein fragendes Gesicht auf und öffnete gerade den Mund, um etwas zu erwidern, als Albus Dumbledore weitersprach. Ich würde Sie natürlich nicht fragen, wenn ich es nicht selbst erledigen könnte. Allerdings habe ich einen wichtigen Termin im Zaubererministerium. Können Sie sich darum kümmern, dass Professor Snape das hier erhält? Er wartete nicht und drückte Hermine ein schweres Holzkasten in die Hand, in dem sie Fiolen klirren hören konnte. Albus beobachtete Hermines Mienenspiel und schmunzelte. Er hatte seinen eigenen Plan, wie er Cerus aus seinem selbstgebauten Kerker der Einsamkeit und Abgeschiedenheit holen würde. Und darin spielte Hermine eine tragende Rolle. Denn auch obwohl sie ein Gryffindor war und somit ein krasser Gegensatz zu Cerus, hatte sie dennoch viele Eigenschaften, die er auch an Cerus immer festgestellt hatte. »In Ordnung, Sir«, murmelte Hermine nur. »Ich danke Ihnen, Hermine.« Damit wandte sich Albus um und schritt in Richtung seines Büros davon. Hermine entging das Lächeln seiner Augen allerdings nicht. Hermine schleppte die schwere Kiste in die Bibliothek, in der sie sich erstmal um ihre Hausaufgaben kümmerte. Nach Stunden fiel ihr auf, dass sie schon längst im Gemeinschaftsraum sein sollte. Mit einem gezischten Fluch packte sie das Kästchen und eilte in den Kerker. Severus Snape hatte sich den ganzen Abend den Kopf zermartert. Er hatte sogar auf das Abendessen verzichtet. Doch immer noch hatte er keine Idee, wie er diesen verfluchten Fluch von sich loswerden sollte. Geschweige denn, wie er das Projekt, wie er es nannte, anfangen sollte. Nun stand er in seinem Bad. Er hatte den schweren Gehrock abgelegt, ebenso seinen Umhang. Seine Haare war leicht zerzaust, weil er schon dutzende Male mit der Hand da durchgefahren war. Durch das weiße Hemd konnte man auf seiner Haut das dunkle Tattoo schimmern sehen. Nun stand er vor seinem Spiegel und betrachtete seine Schulter. Langsam ließ er den Stoff des Hemdes heruntergleiten und legte das Mal frei, das Bellatrix hinterlassen hatte. Mit abfällig verzogenem Mundwinkel betrachtete er die Rose. Seitdem sie diesen Fluch auf ihn gelegt hatte, waren schon mindestens 2 Monate vergangen. Und er war keinen Schritt weiter gekommen. Wirklich nicht einen verdammten Schritt. Hermine spürte, wie es immer kälter um sie herum wurde. Es war ein Phänomen des Kerkers. Eisige Temperaturen herrschten hier immer. Besonders, wenn es Nacht wurde. Es war etwas, das man meiden sollte. Zumindest war so die Botschaft. Hermine stand nun vor der Tür zum Büro von Snape. Sie zögerte einen Moment zu klopfen, tat es aber dennoch. Ihre Fingerknöchel schmerzten, als sie auf das harte, kalte Holz trafen. Eine Weile geschah nichts. Snape vernahm ein dämpfes Klopfen. Es klang, als würde es von der Tür seines Büros kommen. Er wischte es achtlos beiseite. Doch nur wenige Sekunden später erklang das Klopfen erneut. Snape wandte sich fluchend vor dem Spiegel ab und durchquerte das Wohnzimmer seines privaten Labors und gelang dann in sein Büro. Er streckte die Hand nach der Klinke aus, als ihn ein komisches Gefühl überkam. Hermine hielt die Luft an. Sie hatte Geräusche gehört. Die Luft um sie herum wurde immer angespannter. Mit einem Mal wurde die Tür aufgerissen. Hermine sah sich mit einem Mal Snape gegenüber. Er starrte mit seiner steinernen Miene auf sie herab. »Miss Granger, es ist bereits weit nach der Ausgangssperre«, schnarrte er mit bester Lehrerstimme. Hermine zuckte schuldbewusst zusammen. »Sir, es tut mir leid. Ich habe die Zeit vergessen, als ich in der Bibliothek...« »Kommen Sie zur Sache, Granger«, bellte er ungehalten. Seine Stimme wurde von den Wänden zurückgeworfen. Hermine spürte, wie es ihr kalt den Rücken hinunterlief. Ihr Instinkt sagte ihr, sie sollte besser flüchten. »Professor Dumbledore schickt mich«, sagte Hermine fest und versuchte, sich ihre Verunsicherung nicht anmerken zu lassen.
Hermine hatte Snape ihr noch nicht einmal Punkte abgezogen. Das alleine war schon merkwürdig. Hier, das soll ich Ihnen geben. Hermine stemmte die schwere Kiste hoch und hielt es Snape hin. Der starrte sie nur an. Hermines Arm begann zu zittern. Sir, es ist verdammt schwer, sprach Hermine. Da schien Snape erst aus seiner Starre zu erwachen und trat aus der Tür heraus. Jetzt erst fiel Hermine auf, dass er keinen Umhang und keinen Gehrock trug. Sie sah aber noch mehr. Ihr Blick glitt in gewohnter Manier dem Scanner einer Buchseite gleich über seine Erscheinung. Er wirkte in Gedanken versunken. Sein Haar sprach dafür, denn er war leicht zerzaust. Dann entdeckte Hermine seine Schulter. Das Hemd, welches bis zum Bauchnabel aufgeknöpft war und so ganz und gar nicht seinen sonstigen Kleidungsstil entsprach, war leicht über die Schulter geschoben. Hermine erkannte ein schwarzes Gebilde, wusste aber nur von einem Mal, das er trug. Als er den Arm ausstreckte und das Kästchen an sich nahm, erkannte sie das Mal auf seiner Schulter als eine Rose. Sie bewegte sich und ihre Blätter bogen und wogen sich sachte. Hermine erstarrte. Es fiel ihr wie die Schuppen von den Augen. Miss Granger, kennen Sie sich mit Muggelmärchen aus? Verfluchte Person im Märchen. Männlich. Alles ergab auf einmal einen Sinn. Hermine starrte in ihren Lehrer für Zaubertrümpel mit einer Mischung aus Unglauben und Verwunderung an. Snape fiel ihr Blick auf. Und er beugte sich an seiner Tür und funkelte sie mit vor Wut bebenden Nasenflügeln an. »Miss Granger, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen?« schnarrte er. Hermine reagierte nicht auf seine Frage, nahm auch nicht die Wut wahr, die sich in ihm befand. In ihrem Kopf wirbelte die unterschiedlichsten Gedanken umher. »Sie waren es«, murmelte Hermine. Sie klang geschockt. Das ließ Snape innehalten, der gerade im Begriff war, ihr die Tür vor der Nase zuzuschlagen. »Was reden Sie da?« schnauzte er ungehalten. Hermine schaffte es endlich, ihren Blick zu heben und ihm fest in die Augen zu sehen. »Sie wurden von dem Fluch getroffen«, murmelte Hermine genauso leise wie ihren vorherigen Kommentar. »Sie wurden verflucht, deswegen auch die Rose.« Hermines Stimme wurde immer kräftiger. Snape erstarrte und riss die Augen auf. »Die Rose, sie sieht aus wie das aus dem Märchen. Deswegen haben sie mich nach unten geholt. Deswegen haben wir auch nach der Nachtschattenrose suchen lassen. Sie wurden verflucht.« Snape schaffte es, sich zu fangen. Hermine, die ihre Hand, ungeachtet der Gefahr, in der sie sich befand, denn Snape war nicht für seinen sorgsamen Umgang mit Menschen bekannt, die in seinem Privatleben herumschnüffelte, ausgestreckt hatte und seine Schulter berührte, betrachtete die Rose eingehend. Snapes Finger schlossen sich mit einmal schmerzhaft um ihr Handgelenk. Hermine keuchte auf, erschrocken, denn sie hatte dies nicht kommen sehen. In einer schnellen, fließenden Bewegung hatte Snape sie in ihr Büro gezerrt und schleppte sie, ihren Protest ignorierend, in sein Wohnzimmer. Dort angekommen, drückte er sie unsanft auf das Sofa und er blieb steif stehen. Ja, ich hoffe, euch hat das die Folge gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Samstag. Tschüss!